Gänsehaut. Kamera läuft, meine Kamera läuft, dann bitte einmal klatschen. Dann kannst du den Schläger nehmen und dann starten wir. Das ist ein schlechter Mensch. Ja, bienvenido zu unserem Zimmerduell. Bei uns ist Arne Sicker und Tim Boss. Hallo, ihr zwei, wie geht's euch? Alles gut? Super, bestens, alles danke. Super. Perfekt. Ihr kennt die Regeln, ihr tretet zum ersten Mal beim Zimmerduell an. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Wer von euch spielt besser Volleyball? Dürfen wir miteinander reden? Nee, ne? Erst wenn ihr beide euch geeinigt habt, welche Farbe ihr zeigt. Ich bin schon fertig. Wartet alles auf dich. Okay, leider keine Übereinstimmung. Was? Du kannst doch kein Volleyball spielen, Mann. Du hast mich noch nie Volleyball spielen, ich bin absoluter Profi. Spielt da deine Position als Torwart eine Rolle bei dem Spiel? Ja, sicher. Ich kann mit dem Ball umgehen. Du? Ja, ich auch. Aber mit der Hand? Ja, sicher. Mein okay. Gott. Absolutes okay. Talent, was sowas angeht. Die zweite Frage für euch. Wer hat den grüneren Daumen? Wieder leider keine Übereinstimmung. Bei mir sterben selbst tote Pflanzen. Ich hab keine Pflanzen. Ja. Macht alles die Frau. Ja, ich habe auch keinen. Gut. Okay, gut. Vielleicht die dritte Frage wird etwas einfacher. Welcher eurer Namen wird öfters im Training gerufen? Oh, obwohl. Boah. Alter. Ja? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind wieder falsch. Ihr habt euch geeinigt auf die Antwort. Leider seid ihr wieder falsch. Wir sind richtig gut. Wir sind gut, ne? Okay, ja, aber ihr könnt ja noch aufholen. Jetzt kommt erst Frage 4. Wer von euch bricht öfter seine Vorsätze? Seine was? Seine Vorsätze. Wie? Wenn du einen Vorsatz hast für das neue Jahr, wer von euch hält die weniger ein? Ich mache mir nie Vorsätze, aber gut. Wer hält sie weniger? Wer die weniger? Oder wer hält sie mehr? Wer die meisten bricht, also wer ach so, okay. Hält. Boah. So, Tim ist soweit, Arne auch. Leider wieder keine Wahl. Ihr macht mir das ja leicht mit Zählen hier. Warum okay. Habt ihr das so entschieden? Ich nehme du mir sagst, was vor fürs ja, Leben. Deswegen also, dachte ich, dass, ja. Dachte ich, dass du dir vielleicht was vornimmst und mal dann auch was brichst. Weil nee, ich wenn ich mir was vornehme, halte ich das auch. Deswegen dachte ich, wenn du dir nichts vornimmst, dann brichst du sie halt auch direkt. Ja, aber dann kann ich doch nichts brechen, wenn ich mir nichts vornehme. Ihr könnt das später ja, diskutieren noch weiter später. Ausdiskutieren. Wir machen weiter mit Frage 5. Wer von euch kennt sich besser in Geografie aus? Das sind aber Drecksfragen einfach. Hast du schon? Nee. Du? Nee. Komm. Ich bin einfach mal so. Euer erster Punkt. Ja, Junge, so nämlich. Jetzt kommen wir. Soll ich jetzt fragen, wie die Hauptstadt von Botswana ist? Oder? Besser nicht. Weiß ich, sage ich dir aber nicht. Okay, gut. Erster Punkt für euch und wir machen weiter mit Frage Nummer 6. Wer von euch hört lauter Musik? Das wissen wir beide, wer das ist. Das kam schnell und das stimmt auch. Zweiter Punkt für euch. Was Spezielles, irgendein besonderer Musikgeschmack? Alles dabei. Alles durch. Okay. Immer noch stimmungsmäßig. Okay, nächste Frage, wir haben es eben schon gesehen, aber wer von euch hält mehr Ordnung im Zimmer? Im Zimmer? Boah, unser Zimmer ist eigentlich ordentlich, ne? Ja, ich finde auch. Naja, gut. Mein Koffer liegt offen, aber... Arne hat sich schon entschieden. Ja, komm. Okay, dritter Punkt für euch. Ja, ich dachte, wenn dein Koffer offen ist, dachte ich so. Ja, wir können uns bestätigen, wir haben euch eben abgeholt. Sehr ordentliches Zimmer. Die Frage Nummer 8. Wer von euch ist der größere Serien-Junkie? Auch das ist richtig. Ihr holt hier mächtig auf. Vierter Punkt für euch. Jetzt sind wir drin, ne? Ja. Was guckst du gerade? Oder hast du einen Tipp für unsere Fans? Ich habe im Moment nichts großartig. Ich gucke im Moment alles Mögliche. Also wild durcheinander. Super Tipp. Ja, ich habe keinen Tipp. Die zweitletzte Frage kommt. Wer von euch ist morgens besser gelaunt? Ganz klar. Wir sind beide top drauf.
Auch das ist richtig. Fünfter Punkt für euch. Aber verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich wünsche dir jeden Morgen guten Morgen. Ja, ich auch. Ja, nachdem ich es dir gesagt habe. Ja, weil ich immer warte, bis du wach bist. Nee, ich stelle ja den Wecker. Du schläfst doch noch jetzt aktuell. Ich schlafe doch nicht. Ich bin wach. Ich warte darauf, dass du auch aufwachst. Das ist sehr nett von dir. Ja, siehst du? Wir kommen zur Frage Nummer 10. Es wird wieder schwierig. Wer von euch kennt mehr saarländische Wörter? Ich will mich nicht blamieren. Leider keine Übereinstimmung, aber 5 gute Punkte habt ihr beiden. Ich kenne keinen einzigen. Ich auch nicht. Okay, dann werden wir euch noch einige beibringen hier. Aber vielen Dank für eure Zeit und 5 Punkte habt ihr. Das ist, ist okay, oder? Immerhin Mittelfeld bis jetzt. Ja, ist okay. Ja, kann man mit leben. Ja, danke. Vielen Dank und viel Spaß hier noch am Pool. Danke. Dankeschön.